Einen wunderschönen, da bin ich auch mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich war gerade einkaufen und bin dann noch beim Kollegen vorbei. Ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt, der hat sich nämlich was gekauft. Und zwar diese Ding hier. Gemini Dual Atomizer. Er hat ihn in Blau und Schwarz, oder? Also ich habe den Schwarzen jetzt von ihm, ich glaube, der andere war blau. Ich weiß es nicht. Er hat mir auch nicht gesagt, wo er her hat. Ich werde das noch versuchen rauszukriegen und unten einen Link drin packen, wenn es klappt. Ich muss erstmal gucken, wegen der Rechtslage und so. Weil das habe ich jetzt auch nur für heute von ihm zur Verfügung gestellt gekriegt. Das ist der für seinen Bruder, der Schwarze. Er hat... Doch, blau, hat er gesagt. Er hat sich den blauen geholt für seine blaue Kleine und für seinen Bruder den schwarzen. Aber der ist erst Wochenende da und da kann ich ruhig mal Probe dampfen. Dann gucken wir uns gleich mal an. Also allzu lange habe ich ihn nicht. Ich kann jetzt halt nur heute testen. Meine Frau hat sich extra nach oben verdrückt. Die verträgt das nämlich nicht, wenn ich hier dampfe. So, und wir haben, also hier steht Open, hier haben wir einen Code, Modell Gemini, 4 Milliliter plus 3 Milliliter, also entweder passen hier 4 oder 3 Milliliter rein, 4 Milliliter plus 3 Milliliter, warum 3 Milliliter plus, na, wenn wir gleich sehen, vielleicht sind es auch verschiedene Gläser oder so. Coil, 0,5 Sternchen 2, 0,25 Ohm, 0,5 Sternchen 2, also 0,25 Ohm, 50 bis 120 Watt, 0,1 Sternchen 2, 0,5 Ohm, 30 bis 70 Watt, 510, 62,5 Gramm. Naja, da bin ich mal gespannt. Wollen wir mal öffnen. Oder kann ich das hier? Achso, ich kann es einfach. Brauche ich nicht durchschneiden, ich kann das abmachen. Ach, der öffnet sich dann so nach vorne. Also nicht so, wie wir es gewöhnt sind von der Seite. Und dann haben wir hier einmal Atomizer, User Manual. Achso, der wird von oben auch befüllt, ist gut. Ist auch sehr, also eigentlich leicht erklärt, hier alles bebildert. Und hinten nochmal. Aber warum hinten nochmal das gleiche ist, weiß ich nicht. Nee, ist nicht ganz das gleiche. Zum Glas wechseln und ach so, komplett auseinandernehmen. So, dann gucken wir mal, was wir drin haben. Aha. Gucken wir erstmal ganz nach unten, ob da noch was ist. Nee, da ist nichts. Dann haben wir einmal den. Der ist auch schön groß. Den werden wir auch mal als erstes gleich mal befüllen. Ach, da sind zwei Coils drin. Sehe ich ja jetzt erst. Von oben befüllen. Dann gucken wir uns dann gleich mal die Einzelteile an. Was jetzt noch mit bei ist. Also die Keule besteht, kann ich euch gleich ganz zeigen. So, schauen wir den mal raus. Also so ein Doppelkeul. Könnt ihr das sehen? Jetzt muss ich nur gucken, wie viel Ohm das Ding hat. Da brauche ich mein Handy. Moment. So.
bin ja ein bisschen blind, trotz Brille. Und das macht sich dann halt immer mit Taschenlampe vom Handy immer noch ein bisschen besser. 0,25 ist drinne. 50 bis 120 Watt. Okay. Dann lassen wir den mal drin. Wo haben wir's? Mango wollen wir nicht. Smoothies, genau. Ich habe mir da von Flavor Smoke nämlich das Smoothie-Zeug geholt. Hatte ich damals ja mal gesagt und glaube auch ein Video gemacht. Mit 0 Gramm Nikotin. Also ich bin jetzt auf 0. So. Gucken wir mal nach. Ein bisschen Liquid hier oben rauf. So, dann kann das nämlich schon mal einziehen, werden wir uns die Einzelteile angucken. Ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass ich so ein Doppelcoil habe. Oh, die Airflow ist hier auch richtig. Also wenn das nicht Durchluft ist, dann weiß ich auch nicht. Seht ihr das überhaupt? Das Ding ist riesig groß und auf der anderen Seite geht es riesig raus. Das werden wir auf jeden Fall kleiner machen. Ich mag nicht mehr. Also früher fand ich Mega Airflow eigentlich total toll. Mittlerweile nicht mehr so. Da habe ich es lieber ein bisschen ruhiger. Füllt sich aber ganz gut ein mit dieser Doppelkammer, die zeige ich euch auch gleich mal. Haben fast voll. Hoppala. So, jetzt haben wir ihn fast voll. Müsste reichen. So, ich wollte euch die Doppelkammer mal zeigen. Wartet mal. So, dass man das vielleicht besser sieht. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vernünftig seht. Wo habe ich den jetzt befüllt? Meine Augen sind halt nicht mehr die besten. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben da praktisch Darm und daneben einfach hier drin. Und dann passt das schon. Also hier haben wir richtig viel Platz in der Mitte zum Befüllen. Und wenn es dann wirklich mal hier drüber läuft, bleibt das hier außen drumrum. Und das läuft nicht so schnell über und man kleckert nicht so schnell. Entschuldigung, aber ich habe total trockenen Hals momentan. Finde ich sehr gut. Also vom Befüllen ist es sehr schön und sehr angenehm. So, jetzt werden wir noch ein Stück hier machen. So, jetzt lassen wir den mal hier so drauf und da stand 50 bis 120 Watt. Ich gehe mal auf 50 Watt runter. Dann gucken wir uns das mal an, wie es ist. Ich habe gekleckert, ich habe Liquid an den Pfoten.
So, den lassen wir jetzt mal so ein bisschen durchziehen. Und dann gucken wir uns mal an, was hier noch mit bei ist. Wir haben hier nochmal einen Keul mit bei. Das wird dann, denke ich mal, der 0,5er sein. So, dann haben wir hier nochmal ein extra Glas mit bei. So ein kleines. Ach, alle klar. Ich denke mal, ich muss mal kurz nochmal aufmachen. Ich weiß wohl, was das kleine Glas ist. Hier zum Rufmachen? Vielleicht? Nö. Weil das hält nicht. Vielleicht muss man da noch eine extra Dichtung rummachen und dann kann man halt so einen großen. Habe ich jetzt in der Beschreibung auch nicht drauf geachtet. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich finde das schon eigentlich zureichend für mich. Also ich brauche nicht so Megateile. Jetzt gucken wir hier nochmal nach. Falsch rum. Ach so, nee. Ach so, ah, alle klar. Das Rausschrauben, was hier drin ist, das untere, das hier, das kann man rausschrauben, das ist mit so einer Gummidichtung. Dann das große Glas, nee, reinschrauben. Dann das große Glas runter. Ach so, dann kann man noch ein kleines Glas dazwischen machen. Also das ist für das große Glas mit dem Doppel. Und das ist 5, 6, 7, 8. Ach so. 1, 2, 3, 4. Abschrauben. Da kann man befüllen, rausnehmen. Keul raus. Keul wieder rein. Okay, gut. Dann haben wir hier nochmal ein großes Glas. Ist das gleiche? Nee. Ist nochmal etwa die gleiche Höhe. Haben wir auch nochmal mit bei. Und hier sind dann auch noch extra Ohrringe. Und das war's, mehr ist hier nicht drin. Ich denke mal, die großen Ohrringe sind dann für oben. Ich kann auch nicht so gut Englisch, also eigentlich kein Englisch. Ich muss das von meiner Frau mal übersetzen lassen, was die wollen. So, dann würde ich sagen, müsste eigentlich hier noch durchgezogen sein. Dann können wir ja mal Probedampfen machen, gucken, wie er ist. Und ob die 120 Watt auch erreicht werden. Ich würde jetzt sagen, ich drehe mich mal so um, damit das schnell rauszieht. Ich habe extra Balkonfenster aufgelassen. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei 50 Watt. Man hört auch noch nicht wirklich von ihm. Ich gehe jetzt einfach mal, damit es schneller geht, in 10 Watt Schritten voran, würde ich sagen. Ich habe mich verschluckt, Entschuldigung. Jetzt gehen wir mal auf 70 Watt. Also er ist auch noch leise. Ich kenne es eigentlich sonst von anderen, dass man immer so ein bisschen Geräusch hat, so ein bisschen Brutzel oder so. Jetzt hört man schon bei 70 so leicht Watt. So, wie so ein Kaugummiblasen platzen ab und zu mal. Jetzt gehen wir gleich mal auf 80 Watt hoch. Wie gesagt, die Airflow habe ich aber halt nur so weit eingestellt. So ein ganz kleines bisschen. Wir können ja mal komplett aufmachen, die Airflow. Aber ich bin kein Freund von... Wieso geht denn die Airflow jetzt nicht? Weil ich rutschige Pfoten habe. Moment, ich brauche Taschentücher.
Ich habe mir nämlich Liquid so ein bisschen über die Pfoten gekippt beim Eingießen. Weil die Drehflaschen, die machen sich bescheiden beim Befüllen. Ist meine Meinung. So, jetzt habe ich hier mal komplett offen. Also Scheuntormäßig. Bin jetzt bei 80 Watt. Ja. Und komischerweise schmeckt er auch noch. Achso. Heute ja. Und 10er Schritten voran. Jetzt sind wir bei 90. Was kommt da? Also bei 100, bei 90 fängt man schon an, was zu hören. Bei 100 Watt, ja. Da hört man richtig was. 120 Watt, die sagt, war ja. So, jetzt mag aber die Airflow mal wieder ein bisschen weiter zu. Also 120 will ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Und jetzt habe ich wieder halt nur so ein bisschen Airflow. Ich gehe mal wieder auf 80 Watt, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich gehe mal auf 85 Watt. Also mit einem kleinen Airflow unten und 85 Watt. Finde ich das Ding ganz angenehm. Und das Liquid kommt auch gut rüber. Ich muss mal gucken, wie das jetzt ist mit offener Airflow. Muss mir nachher gleich mal Hände waschen hin. Ja, da wird es oben auf jeden Fall nicht so warm wie mit Airflow was zu. Aber trotzdem ist noch richtig Geschmack da. Und da bin ich sehr überrascht gerade, dass da trotzdem bei den hohen Wattzahlen immer noch so viel Geschmack da ist. Sonst immer, wenn ich im höheren Wattbereich gedampft habe, war der Geschmack eigentlich eher flach und nicht wirklich spürbar noch da. Also kräftig Geschmack. Also war sehr flach und man hat was geschmeckt, aber es war nicht zu deuten. Hier schmecke ich noch alle draus. Und so, deswegen bin ich eigentlich jetzt immer so eher bei 50, 55 Watt unterwegs gewesen mit dem Crown 3, Crown 1. Welche anderen noch? Wer ist da? Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Griffin 25 und die ganzen anderen Sachen war ich eigentlich eher so immer so bei 50, 55 Watt. Aber das Ding macht echt Spaß. Ich mache mal jetzt Airflow auf der Hälfte. So. Ich habe jetzt Airflow etwa die Hälfte. Kann man das sehen? Ja. Da ist natürlich der Geschmack wieder etwas kräftiger. Ich denke mal so 85 und halb offen, das ist so meins, wo mir gerade so schön gefällt. Ja, also das gefällt mir. Also da gefällt er mir schon mal sehr schön. So, jetzt gucken wir uns den aber nochmal an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist dieses X, was auch auf dem Karton ist. Das ist auf der anderen Seite auch. Und oben haben wir so eine kleine Maserung, Musterung, aber die ist jetzt nicht nur als Muster gedacht, die ist halt auch, dass man griffest hat.
Das ist ganz gut. Das Einzige, was mir jetzt halt so nicht gefällt, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinen klebrigen Fingern liegt. Nee. Also die Airflow finde ich ein bisschen straff. Also die ist wirklich, da muss man wirklich Kraft aufwenden, um die zu verdrehen. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinen klebrigen Fingern liegt. Aber so schon ein kleines Schmucketeil, muss ich sagen. Ich werde jetzt hiermit noch ein bisschen dampfen, solange meine Frau nicht da ist. Und dann werde ich dem René das morgen dann wieder vorbeibringen. Und dann nochmal von mir aus ganz recht herzlichen Dank an René für das Ausborgen von dem. Ich bin mal gespannt, was er für Erfahrungen mit dem Blauen gemacht hat. Wie gesagt, er hat ja den Blauen. Und der Schwarze ist ja für seinen Bruder. Den hat er aber noch nicht probiert heute, wo ich sie geholt habe. Den wollte er nachher erst auspacken und machen, weil das ist wohl erst mit der Post gekommen. Da bin ich mal gespannt, was er für Erfahrungen damit hat. So, dann soll es das jetzt soweit auch gewesen sein. Ich muss mal gucken, ob er mir sagen kann, wo er das bestellt hat oder über wen er das bestellt hat, weil das hat er mir nicht gesagt. Nur, dass ich mir das Ding mal abholen soll und mal testen soll und kann auch und darf auch Video machen, aber er möchte halt nicht komplett erwähnt werden. Er möchte halt, ich habe ihn extra gefragt, ob ich seinen Namen sagen darf. Nee, René Reich, sagt er, mehr muss nicht sein. Und das war ihm schon unangenehm. Aber trotzdem von mir erstmal fette Danke, René. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde halt versuchen, da noch irgendwie einen Link zu bekommen, wo er das gekauft hat. Und dann werde ich es euch unten in die Videobeschreibung packen, falls er das überhaupt noch weiß bei dem Zeug, was er alles bestellt. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, so ein echt leckerer Tank mit dieser Doppelkeul oder was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Das einzige Negative, was ich jetzt finde, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es halt an meinen klebrigen Fingern liegt. Die Airflow ist ein bisschen eng. Ja, also mal gucken, was er sagt zu seinem. Das kann ich so jetzt nicht beurteilen. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.